So, ihr Lumpis da draußen, weiter geht's mit RimWorld. Ich freue mich. So, und heute will ich endlich weiterbauen an unserer Burg, beziehungsweise am Stall und alles. Und deswegen habe ich mir überlegt, den Phil, den lassen wir alles hier mal zwei machen. Außer Bauen und Handwerk. Damit der sich mal um die Steine kümmert und hier die ganzen Sachen baut und so weiter. Dann habe ich noch einen Tipp bekommen, ich soll hier ein Dach drüber machen. Gute Idee, weil dann wächst hier nämlich kein Baum und so dazwischen. Das macht natürlich Sinn. Deswegen bauen wir mal hier ein Dach, bitte. So. Ja, kein Dach nicht über Eiche erstellen, dann macht die Eiche doch weg. Kerle. So, Phil, kannst du loslegen. Und unser Koch. Kurz mal hier gucken. Genau, der Theo kocht. Theo ist der Koch und der kocht. Ah, der ist so dick, da sieht man gar nicht, wie es dem geht. Ne? Hier sieht man wenigstens, dass es hier oben ist, aber hier sieht man es gar nicht. Wie geht's denen denn? Ach, wir haben Menschen geschlachtet. Ach, Mist. Das hat er gesehen, oder was? Hups. Kann passieren. Und er ist verschwitzt. Na sowas. Ich schwitze. Wo denn? Draußen, oder was? Du bist mir ja einer. Du bist mir ja einer. So, Phil, genau. Bau da mal das Dach hin, das ist gut. Und dann tun wir hier mal die Bäume fällen noch, hä? Zumindest mal die und die kommen ja eh auch weg. So. So, die anderen ziehen weiter. Bitteschön, könnt ihr machen. Hier vorne noch ein paar Bäume. So. Damit der Phil das alles machen kann hier, den Stall bauen, weil das, haben wir ja gesagt, ist aus Holz, ne? Genau, so muss das sein. Damit die Tierchen hier mal rauskommen. Ne? Ich habe nämlich zu wenig Platz für die ganzen Tiere. Und das geht ja so nicht. Das geht ja so nicht. Oh, was nu? Der königliche Tributeintreiber der Fraktion Das Weiße Land und sein Begleitschutz nähern sich. Du kannst ihm Gefangene und Gold als Tribut anbieten. Im Gegenzug erhält der Kolonist, der diesen Handel vollzogen hat, königliche Gunst für die Erfüllung der Tradition und der Unterstützung der oberen Häuser. Du kannst damit rechnen, dass ein Tributeintreiber etwa zweimal pro Jahr auftaucht, solange du nicht mit der Fraktion Das Weiße Land verfeindet bist. Sie werden ein paar Tage in der Kolonie verweilen, bevor sie weiterziehen. Du kannst sie auch angreifen. Allerdings wird das ihre Fraktion verärgern. Ja. Ich will im Moment denen gar nichts geben, weil ich im Moment nicht aufsteigen will mit meiner meinem Rang, in meinem Rang. Genau. So, Phil, was machst du denn jetzt hier? Genau, du baust, das sollst du ja machen. Und dann rennt er zurück und isst was. Na schön. Na schön. Wir brauchen auch... Oh, eine Quest. Ein furchtbarer Entwurf. Eine neue Quest ist verfügbar. Ein furchtbarer Entwurf. Ja, zeig mal her. Graf Flavius Phokas der Fraktion Das Weiße Land ersucht dich, ein Denkmal zu errichten, um seinen Imperialisten zu gedenken, die im Kampf gefallen sind. Okay, das Denkmal hat eine Größe von 3 bis 6, benötigt folgende Ressourcen, Metallholz, Stein, Kalksteinblöcke. 9 Tage habe ich Zeit. 3 königliche Gunst. Moa. Aha, und dann muss es 15 Tage standhalten. Ja, warte mal, also 3 königliche Gunst. Da muss ich jetzt gerade erstmal gucken, wie steht's denn um mich? Im Moment bin ich Freibauer und habe 7. Sehe ich das richtig? Nee. Wo sehe ich nochmal meine königliche Gunst? Königliche Gunst. Ist das die? Äh.
1 Gesamt, 7 insgesamt. Ach so. Titel aufgeben. Nee, das will ich natürlich nicht. Hier. Nächster Titel, Landjunge, kostet 6 Königlich. Ja gut, für 3. Ist ja okay, oder? Im Moment habe ich 1. Ja, das ist doch okay. Dann können wir das machen. Dann können wir diese Quest angehen. Kalksteinblöcke 20. Jetzt kommen hier Kapseln an. Achso, das ist das, das Ding. Das Denkmal. Komm, das bauen wir hier direkt nebendran, oder? Hier neben den Müll. Oder in den Stall. Wobei, wir können es auch hier, wir haben ja hier echt viel Platz. Können es auch hier hin machen. Oh, hier hin. Geht nicht. Also könnte ich direkt, Entschuldigung. Wo vielleicht? So. Phil, mach das doch mal eben schnell. Ah ne, Enrique macht das schon. Unser Panther kümmert sich drum. Easy. Wer denn sonst? Ja? Er bringt es jetzt ins Lager, damit es jemand anders wieder hier hinschleppen kann. Ist klar. Phil. Hier, kümmere dich mal drum. Mach das mal eben. Weil dann brauchen wir nämlich dringend Kalksteinblöcke. Und Holz. So. Kalkstein und Wand. Ja. Das heißt, du solltest erstmal das hier machen, eben. Ah ja, wenigstens ein paar. Es hieß nämlich 20. Ach, wir haben hier ja massig. Nee, dann brauchst du das nicht machen. Entschuldigung. Na, abbrechen. Wie kann ich das jetzt beschleunigen, Phil? Ich kann mit Phil dann nichts machen. Brauche ich da erst das Holz vielleicht? Man weiß es nicht. Oh, hier liegt Gold rum. Hier liegt ja noch Gold. Dem Denkmal fehlen Blaupausen. Ach so, was muss ich denn jetzt machen? Blaupause platzieren. Ach so. Ja, Holz, bitte. So. Ach, und jetzt kann ich das wahrscheinlich machen, ne? Mach mal. Damit das fertig ist hier. So, Rauchblatt. Sieht gut aus. Habe ich denn hier schon ein bisschen Holz wenigstens? Holz, Holz, Holz. Ich und mein Holz. Ja, Holzi, Holzi, Holz ist da. Und Kalkstein auch. Alles cool. Dann kann der Phil das so machen. Gut wäre es auch dann, wenn wir... Ne, wir müssen erst die Wand zumachen, bevor wir die Tür bauen. Sonst ist das blöd. Phil, was machst du denn? Jetzt errichtest du das Dach. Na gut. Ist auch recht. Wo rennst du denn jetzt hin? Achso, er ist ja hier. Und ausruhen. Ausruhen ist wichtig. Ein Ambrosia-Hain. Ach, schön. Ach, der ist ja weit weg. Na, wobei, geht noch. Geht noch. So, der Panther bringt hier alles rein. Wir haben jetzt aber hier auch echt viel Zeug liegen. Da müssen wir unbedingt mal sortieren. Hier gibt es ja auch Sachen, die müssen da nicht drin liegen. Ich glaube, ich mache hier nochmal ein Lager hin. Lagerzone. Einfach hier. Da könnt ihr hier Baumaterial hinmachen. Und das hier tun wir einfach mal neu installieren hier. Das könnt ihr dann immer hier spielen. So. Also das heißt, hier kommt Stahl hin und
Holz. Würde ich sagen. Auch Steine. Können hier ruhig hin. So, keine Nahrung. Auch das nicht, sondern Rohstoffe. Steinblöcke. Stahl. Silber wird auch nicht schlecht, ne? Genauso wie Gold und Uran. Ich glaube, Knochen auch nicht, oder? Müssen wir gleich mal gucken. Ich mache die jetzt mal rein. Was habe ich doch gesagt? Holz. Holz, 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 Holz hier. So. Hier machen wir das alles weg. Kein Gold. Kein Bone. Keine Steinblöcke. Kein Holz. Kein Silber. Kein Stahl. Kein Uran. So. So, Gold verschimmelt nicht. Das verschimmelt nicht. Das verschimmelt nicht. Das hier auch nicht. Ja, perfekt. Ja, dann haben wir hier nämlich ein bisschen mehr Platz für das Zeug, bis wir ein richtig großes, gescheites Lager haben. Für Sachen, die wir verkaufen und so, ne? So, Nambla kocht und Theo kocht. Oh mein Gott, nein, ein verrücktes Eichhörnchen. Eine Art psychische Welle fegt über die Gegend. Die Kolonisten sind okay, aber es scheint so, als ob mehrere Eichhörnchen durchdrehen. Dada. Eichhörnchen. Ich sehe nur eins. Okay, Leute. Was machen wir jetzt mit dem Eichhörnchen? Und die Jungs sind alle drin. Was macht das? Es geht. Hier sind noch mehr, hä? Tatsächlich. Sind drei Stück oder so. Oh, es sind keine Eichhörnchen mehr da. Na gut. Ah, so ein Eichhörnchen, das kriegt er dann... Oh, autsch. Das tut weh. Das kriegt er bei so einer Falle mal ganz schnell was ab hier. Hä? So, warum baut er das jetzt nicht weiter? Bill, was ist los? Spiel du mal Schach. Ja, das ist okay. Erhol dich mal ein bisschen. Wir haben jetzt auch 11 Uhr mittags. Da kann man das schon mal machen. Und dann Dach errichten. Na gut. Aber dann müsstest du es bald haben hier mit dem Dach. Ist ja schlimm. Ja, jetzt baut er hier endlich weiter. Dieses tolle Monument will ich doch fertig haben. Ein wunderschönes Monument, ne? Ist ungefähr genauso schön wie das Ding, glaube ich. Und dann... Auf jeden Fall mal das hier unten fertig, damit ich die Tür da machen kann. Dass die nicht immer hier außen rumrennen müssen, ist ja voll nervig. Das wird das nächste sein. Macht er das auch? Okay. Und eine Tür, das finde ich gut. Vielleicht ist das auch die Tür. Hier der bauen will. Ja. Und dann rennt er wieder hier außen rum. Anstatt dass er jetzt einfach die Tür baut. Na, muss man nicht verstehen. Nee, ist okay. Mach du ruhig. Was soll's? Ist klar. Ist klar. So, die anderen gehen schon mal schlafen. Und Phil ruht sich aus. Gut, dass du mal hier hingelaufen bist. Gut, es wird Nacht. Kann man schon mal schlafen gehen, ist jetzt 12 Uhr nachts, ne? So, der Kram hier, der verrottet nicht. Nee. So soll das auch sein. Der Stahl, den kann man da noch hinkarren. Oh, wir haben ein bisschen Stoff. Weil ich würde dem Enrique, glaube ich, noch ein schöneres Dings machen. Wo ist denn das nochmal? So beim Möbel? Hier. Tierbett. Wieso geht das nicht? Komm, hier neben der Heizung. Weil da jetzt... Achso, da ist schon eine kleine Skulptur aus Kalkstein. Exzellent.
Dim, 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 dim. Phil ist dann auch immer ein Langschläfer, ne? Jetzt geht er hoffentlich erstmal sich was zu essen holen. Sich Theo eigentlich wieder beruhigt jetzt? Nee, noch nicht so. Ach mein Gott, das ist ja nur für die Tiere. Das gute Fleisch kann man doch nicht einfach wegschmeißen. So, jetzt baut er die Tür. Okay. Dann bitte mach erstmal das hier. Und mach das hier mal eben fertig. Ich weiß nicht, wie schnell die 3 Tage rum sind. Bitte. Oh, da ist irgendwas da reingerannt. Okay. Mach mal Feuer aus, Nambla. Ich hoffe, das war nicht mein eigenes. Aber ich glaube doch. Ups. Naja, es ist. Ja, dann bete erstmal. Nee, du sollst das hier bauen, bitte. Und jetzt noch das hier. Dann kannst du dich waschen. So, das ist nämlich das Denkmal fertig. Du musst in den nächsten 15 Tagen darauf achten, dass es nicht zerstört wird, sonst wird die Fraktion darüber verärgert sein. Okay. Alles klar. Und jetzt dann bitte das hier machen. Philly, 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 Philly. Du hast viel zu tun, ich weiß. Ja, gut, dann wasch dich erstmal. Ist wichtig. Ne? Das wird dann auch noch was sein, wieder das Bad-System, Wassersystem bauen. Machen wir dann. Erstmal will ich hier absichern und Platz haben. So, du machst bitte das erst weiter. Das müsste nämlich jetzt fast reichen, oder? Nein! Trägt Holz zur Wand. Nein, du sollst das hier erst sauber machen. Und wenn du dann fertig bist, dann darfst du dich ausruhen und machen, was du willst. Vorher musst du verhungern. Naja, er isst mal kurz was zwischendurch. Auch gut. So. Oh, komm schon, komm schon. Das eine jetzt noch, Phil. Ha? So. Okay, jetzt bin ich zufrieden. Jetzt bin ich zufrieden. Zeige euch nur hier die Öffnung. Junge, Junge, wo kommt denn das ganze Blut her hier? Ein Grizzlybär? Achso, das war hier. Ach, guck mal, hier liegt noch einer. Na dann. Sowas. Die hatte ich ja ganz übersehen. Wenn hier alles so übersieht, ne? Aus Versehen. Aus Versehen übersehen. Die Tiere will ich jetzt noch nicht rausschicken. Erst wenn das Ding hier fertig ist. Aber ich glaube, Phil, der ist ja jetzt ganz, ganz entspannt und jetzt wird er ja hoffentlich hier die Wände bauen. Das geht ja auch ruckzuck mit dem Holz. Sehr schön. Und dann entspannt er sich. Das ist in Ordnung. Ja, mit dem Theo mal schnacken hier. Was schnacken sie denn? Über Heilwurzeln und scherzen über salziges Essen. Und Phil erzählt Theo etwas über fette Leute. Ey, da wäre ich vorsichtig beim Theo. Phil, leg dich nicht mit dem Theo an. Dann reden sie noch über Luftballons und über Gelegenheitsarbeiten, über Poker und über das gute Wetter, über Essen, über bitteres Essen und üppiges Essen. Es ist spannend, was man sich so alles zu erzählen hat, ne? So, jetzt ist doch das hier fast fertig, ne? Der Stall. Die zwei noch und dann kannst du hier mal schön ein Dach noch drüber bauen. Dach erbauen. Ja. Jo, dann tu es halt nicht über der Pappel erstellen. So. Das wird ein schöner Stall.
glaube, das ist dann schon okay, ne? Können wir hier richtig, richtig, richtig Tierplätze reindonnern. Das ist blöd, dass man die alle einzeln anklicken muss. Wir haben dann so viele Tiere hier. Was ist da? Da ist irgendwas. Hier ist bereits ein identischer Gegenstand. Oh mein Gott. So. Ich glaube, das reicht erstmal. Das reicht erstmal. Wobei wir machen hier in die Ecke noch ein bisschen so. Und dann kriegen die hier oben das hier. Die Lagerzone für ihr Essen. So. Ne, das ist jetzt nur. Nee. Warte, warte, warte. Einfügen. So. Da soll ja nur das Trockenfutter hin. Perfectly. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. So, jetzt müssen wir hier aber immer durch den Stall gehen, wenn wir hier rüber wollen. Wobei das mir jetzt egal. Als nächstes bauen wir nämlich hier den Thronsaal. Wobei der Phil soll erstmal hier oben jetzt fertig machen. Diese Räume, das nervt. Das ist nervig. Habe ich jetzt eigentlich schon diese Punkte bekommen? Ja, tatsächlich. Okay. Ich habe vier. Okay. Das ist doch schon mal nicht schlecht. Das Ding hier ist fertig. Ich will das aber. Commander Set Owner. Gebe das einem Kolonisten deiner Wahl. Enrique. So. Und das hier bitte abreißen. Nein, ich will das Schwein nicht abreißen. Den Platz abreißen. So. So, dann müsst ihr euch nämlich hier mal in den Stall begeben. Der ist so groß, den brauchen wir so groß. Oh, was ist los? Enrique. Hä? Ja, da ist doch mal da die Schildkröte, aber tu dich da mal schön heilen lassen, ne? Kann denn jemand heilen? Kümmert sich jemand um Enrique, bitte? Lumpi? Kümmer dich mal selber um deinen Enrique hier. Aber zackig. Will nicht, dass dem schlecht geht. Ne, da ist der in den Schwanz gebissen worden und ins linke Vorderbein. Und in den Körper? Was ist das andere? Man weiß es nicht. So, Phil. Ja, du kannst die Sachen da mal abbauen. Das ist okay. Aber ich würde schon mal planen. Und zwar machen wir den hier zu. Und ja, du kriegst auch so eine Tür. Die kommt hier hin. So. Dann wären das hier die Gemächer des Königs. Später. Mal gucken, wie wir das dann machen, ob wir das hier so aus. Ja, wobei hier hinten kann man ja, oder hier, oder da vielleicht, hier vielleicht den Schlafsaal und hier den Thronsaal. Vielleicht noch so ein eigenes Bad oder so später. Man weiß es nicht. So, was machen denn die anderen so? Du holst Sachen hierfür, das ist gut. Irgendwelche Leute sind auf der Durchreise. Aha, Nambla ruht sich aus. Theo schläft. Ist in Ordnung. Kann man so machen. So, ach, jetzt habe ich das vergessen wegzumachen. Zone löschen. So.
So, Enrique hat sich wieder vollständig geheilt. Ja gut, der muss halt mal ab und zu auf die Jagd gehen und so kleine Viecher weil der, töten, weil der ist ja ein Fleischfresser. Und kann ich hier... Doch, das ist noch aus Menschenfleisch. Genau so soll das ja sein. Genau so soll das ja sein. Und da können wir ruhig mal ein bisschen mehr machen, ne? Wenn wir es haben. So. Für die armen Tierchen. Wobei die ja hier auch rumrennen können. Die Vegetarier, für die ist es ja kein Problem. Die können ja auch hier so Sachen essen. Andere Sachen essen, sag ich mal. Ja? Nicht meine Drogen essen hier. So genau gesehen. Du hast doch drauf abgesehen. Hier, er läuft schon hin, Wildschwein. Nein, er geht vorbei. Sehr gut, sehr gut. Glück gehabt. Ach, die Monumente hätten sie auch mal ein bisschen schöner machen können. Jetzt habe ich das Denkmal ausgewählt. 12 Tage muss ich es noch erhalten. Na gut. So. Jetzt mal überlegen. Man kommt hier rein. So Säulen oder so, das kann ich nicht bauen, ne? Ich könnte den... Ja. Ich will diesen Thron haben. Oder den hier. 75 Gold, aber der Thron. Natürlich irgendwie cooler, ne? Wie so ein popeliger Holzthron. Alles Sachen, um hier die Sachen schöner zu machen. Tja. Aber so... Ne, ich kann hier so Stelen bauen. Aber, wie heißt hier, Säulen? Säulen kann ich irgendwie nicht bauen, ne? Okay, ich würde jetzt aber sagen, wir machen das hier mal auf jeden Fall mal gerade. Ne? Also, so. Und die Ecke hier weg, wobei ich weiß nicht, ob der Berg dann einbricht. Oder ob wir einfach hier eine Wand hinziehen und das hier so. Aber wir können, ich denke mal, wir machen so Säulen. Jetzt machen wir halt solche Säulen hin. Also man kommt hier rein. Würde ich sagen, hier sind so Säulen. So. Und dann hier ist irgendwie der Thron. Das andere wird alles noch ausgeschmückt. Aber da machen wir noch mal so Säulen hin. Vielleicht so. Das sieht irgendwie cool aus. So. So, da müsste doch das Dach halten. Eigentlich. Und dann können wir das hier auch abbauen, glaube ich. Und hier unten geht es dann weiter zum Schlafsaal und so weiter. Ja, mal sehen. Das sollen die erst jetzt mal so machen. Das sieht jetzt erstmal komisch aus, aber das wird noch. Das wird noch, hoffe ich. Oder ich baue hier oben den Schlaf. Nee, ich glaube hier hinten ist irgendwie cooler. Hier oben müssen noch ein paar andere Sachen hin. Das heißt, so, hier machen wir zu. Achso, eine Tür kommt da auch noch rein, ne? Machen wir die hier unten hin. Und dann der Schlafsaal, der muss ja relativ groß sein. Wir bauen jetzt erstmal nur das hier ab.
Dann machen wir den noch größer und hinten dran oder nebendran, je nachdem, noch ein Badezimmer. So ist der Plan. Das wirkt doch. Das haben wir doch hier echt schon, also massig von der Karte im Grunde eingenommen für unsere Burg. Ich will vielleicht auch schon mal anfangen, hier einfach eine zweite Mauer zu ziehen. Also, beziehungsweise hier auch noch zu verstärken. Das alles. Damit die da nicht durchkommen. Wie viel Stein haben wir denn noch? Achso, der liegt jetzt hier. Oh, Marmor, wieso haben wir denn jetzt so viel Marmor? Granit haben wir auch und Kalkstein. Das hier ist Marmor, ne? Ne, Sandstein. Kalkstein. Ja, Phil, du gehst jetzt hier außen rum und machst das schnell. Aber zackig. So, Lumpi, der spielt Schach. Mit sich alleine. Oh, da wird endlich mal Rauchblatt geerntet. Ja, guck an. Kann ich denn überhaupt schon da irgendwas draus machen? Ich glaube nämlich nicht, ne? Also hier mit der Nähmaschine bestimmt nicht. Nee, da brauche ich ja erst den Drogenherstellungstisch, ne? Wer macht denn hier gerade meine Forschung? Eigentlich Lumpi. Der kommt irgendwie zu nichts, ne? Der tut die ganze Zeit hier Sachen rumtragen. Nee, pass mal auf. Mach's mal hier nicht das. Du kümmerst dich um Enrique, beziehungsweise die Tierchen. Und ansonsten wird geforscht. Damit wir hier auch ein paar Sachen herstellen können, die wir dann auch verscherbeln können. So, und Bergbau macht im Moment niemand. Aber Phil kann das, glaube ich, am besten. Deswegen mache ich dich mal auf 1. Noch, weil hier unten ist ja schon alles weg. Enrique sammelt das alles auf. Sehr gut, sehr gut, sehr guter Junge. Feiner Panther, fein, ne? Ist da ein feiner Panther. Wie groß ist denn so ein Thron? Okay, der passt hier genau dazwischen und so wollte ich sie auch haben. Halt Glück gehabt. Das heißt, wir machen hier mal sowas hin und dann kommt hier der Thron hin. Bam, bada, bam. Wie groß ist der Skull-Throne? Oh, ich kann den nicht drehen. Ah, das ist ja doof. Und nee, das finde ich dann blöd. Nee, dann nehme ich den hier. Aus Gold. Das Jade ist bestimmt auch voll cool. Ach so. Gold und Jade. Ich könnte den auch aus Gold und Gold machen. Aber Jade? 120? Da brauche ich aber wie viel? 300. Und Gold habe ich auch zu wenig. Ach, Jade tut ja auch nicht verrotten, ne? Das könnte ich theoretisch hier auch wegmachen. Jade weg. Und Jade hier hin. So. So. Genau, der Phil soll erstmal das hier machen. Das ist eine gute Idee. Und dann, wenn er fertig ist, kann er hier abbauen. Bis zur Vergasung. So, Essen kommt auch wieder rein. Wir haben aber auch echt gut Essen. Essen ist wirklich kein Problem. Theo, wie geht's dir denn eigentlich? Wurde beleidigt, habe ich gerade gesehen. Was? Doch nicht. Beschädigte Kleidung. Der Parker. Na, dann nimm dir doch einen hier. Okay, nee, das ist doof. Alles verunreinigt, wir brauchen halt wieder unsere Waschmaschinen. Aber ich sehe schon, der Lumpi, der forscht. Das ist gut.
Und Freo kriegt eine Theo-Attacke. Oder so. Theo kriegt eine Fressattacke. Ist okay, kann er ruhig mal fressen. Hat der eigentlich eine Waffe? Achso, das kann ich jetzt nicht sehen. Ne? Aber der verweigert das ja nicht. Der liegt ja noch ein schlechtes Repetiergewehr. Oder ein Gladius aus Knochen. Könnte auch haben. Aber er muss erstmal aufhören, sich voll zu fressen. Das schafft er schon. Es ist hier aber auch schon wieder sehr schmutzig, finde ich. Ist hier jetzt aber auch schon wieder sehr schmutzig. Reinigen. Gut, der Phil. Nambla, du sollst das auch machen. Wenn du mal Zeit hast, ne? Aber im Moment wird ausgeruht. Es ist halt hier immer was zu tun. Ist halt die Schwierigkeit. Was ist denn hier unten drunter? Das ist irgend so ein Gewächs, oder? Sieht aus, als ob das Teil lebt. Das Trockenfutter lebt. Hilfe. So, die Räume sind fast fertig hier. Nur noch dieses eine Stückchen glätten. Sag mal, Theo, wie viel passt denn bei dir rein? Komm, iss noch mal was. Aber der muss doch, also... Der isst und isst und isst. Ach, jetzt hat er keine Fressattacke mehr. Und der hat aber auch keine Waffe. Das müssen wir mal noch einstellen. Naja, er ist nicht so gut im Fernkampf, aber du rüstest jetzt trotzdem mal das aus und dann kriegst du hier den Gladius als Seitenwaffe. Wie sieht's denn bei den anderen aus? Er hat nur eine Pistole. Und du hast gar keine Seitenwaffe. Kriegst mal noch das Messer. Und du kriegst mal noch das Messer. So, damit ihr alle auch noch Nahkampfwaffen habt, falls da irgendwas passiert. Und der Lumpi, der hat das Pla-Stahlmesser. Wunderbar. So, jetzt kein Wunder, dass der so hier mir nicht zeigt, wie es ihm geht, wenn der sich so voll frisst. Wobei, wir haben jetzt noch Essen. Alles kein Problem. So, wie ist es denn mit der Wärme hier drin? 31 Grad. Es hieß nämlich auch, ich soll eine Klimaanlage bauen. Für den Sommer. Die Wärme hier drin ist halt echt völlig in Ordnung. Es sind hier gerade mal 20 Grad hier im Berg. Draußen sind 37, aber hier drin 15 Grad, ja, 23 hier, also überhaupt keine Notwendigkeit einer Klimaanlage. So, Phil, das sieht gut aus, das sieht gut aus. Ich hoffe, dass das jetzt nicht einstürzt hier. Bin mir da gerade nämlich nicht sicher. Ich lasse mal einen übrig. Wobei, nee, ich baue ja da wieder einen hin. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass es nicht einstürzt. Der Phil ist da aber auch so schnell. Isst zwischendrin mal was. Der Thronsaal halb im Berg vergraben. Das ist doch super. So. Was? Feuer? Wieso denn? Ach, wieso rennen die denn hier rein, die Viecher? Sind die denn komplett blöd? Los, Feuer ausmachen. Wieso macht das jetzt keiner? Theo, hilf mal mit hier. Feuer löschen. Phil. Feuer löschen.
Ja. Namla nimmt das Viech gleich mit. So, wir haben die Drogenherstellung abgeschlossen. Sehr schön. So, was könnten wir denn jetzt hier noch so Lustiges erforschen? Ne? Vielleicht brauen? Ich bin ja auch so Bier. Bier kann man immer brauchen, ne? Pemikan. Penicillin wäre natürlich praktisch. Aber die ganzen anderen Sachen hier brauchen wir nicht wirklich. Metallfabrikation. Aha. Wir könnten eine Harfe. Harfe finde ich wichtig. Und Cembalo. Vielleicht aber auch einfach Swimmingpools. Also ich will ja natürlich wieder hier zu den Geschütztürmen. Die kann ich schon bauen. Ah ne, da muss ich das alles hier machen. Was bräuchte ich für die Washing Machine? Gar nichts. Das hier haben wir ja schon. Was ist das hier? Ah, da kann ich mein eigenes Seafood machen. Okay. Also die Washing Machines wären schon gar nicht schlecht. Raffinerien. Es gibt so viele tolle Sachen hier, ne? Theoretisch wäre auch mal Solarzellen nicht schlecht. Oder wir machen gleich die geothermale Energie. Oder primitive Prothesen. Es gibt hier einfach so viel. Ich glaube, ich mache jetzt erstmal. Ich mache jetzt einfach erstmal die Waschmaschinen. Und dann müsste ich bis dahin halt hier ein bisschen Hygiene aufbauen. Und zwar. Brauchen wir eine elektrische Pumpe? Nee, da machen wir erst die Solaranlagen. Solaranlage. Solarzellen. Ja. Die machen wir zuerst. So. Besser ist das, ne? Damit wir hier nicht in das Problem kommen, keinen Strom zu haben. Dum, 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 dum. So. Hier sieht's doch ganz gut aus. Enrique schläft schön beim Lumpi im Zimmer. Und der Thronsaal ist fast fertig, dass wir den überdachen können. Nimm. Wenn der Phil da noch ein bisschen hämmert und sägt und bohrt. Tja, ja, hier, das wird noch ein Problem. Dieser Schrein, den müssen wir noch auf jeden Fall irgendwann mal töten. Aber da bauen wir hier außenrum einfach Verteidigung mit Geschütztürmen und allem. Und machen das dann auf und killen alles, was da drin ist. Guck mal, wir haben noch einen schiefer Block. Schön. Phil, wie sieht's aus? Hufeisen werfen, schießen, spielen. Okay, du musst die Falle wieder bauen, das verstehe ich. Die Wand reparieren. Alles Mögliche reparieren. Und jetzt hier mal noch. Nee, machen wir erst hier den hier. Ich will nämlich wissen, ob das zusammenbricht. Ich hoffe nicht. Wobei, wenn das hier steht. Oh. Theo. Theo kriegt einen Hitzschlag. Theo, kommst du mal eben mit hier rein, ne? Bis das wieder weg ist hier. So, kannst du wieder weitermachen. Wieder kurz bis zum Hitzschlag arbeiten und dann. Ah, sehr gut, hat funktioniert.
Sehr gut. So, dann können wir das nämlich überdachen. Da muss er nämlich erst die Pappeln wegmachen. Das ist aber so in Ordnung, kann er machen. Und dann hätten wir nämlich schon einen Thronsaal zumindest. Dann brauchen wir halt nur noch den Thron. Ja, es ist heiß draußen. Ich weiß, Theo. Komm noch mal hier rein. Kühl dich noch mal ab. Na. Oh, und da kannst du wieder weitermachen. Es ist halt draußen 40 Grad, ne? Und hier drin hat es aber nur 24. Also im Berg ist es richtig angenehm kühl. Und finde, heute sind wir richtig vorangekommen. Und da sehen wir uns nächste Woche wieder. Ich freue mich drauf, Leute. Macht's gut. Bis dann.